So, servus Leute. Mal kurzes Update. Und zwar, wir sind jetzt, es müsste jetzt Folge 3 sein, rein theoretisch. Und zwar wegen Speichern und Co. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach heute mal so eine 2-Stunden-Session nochmal. Ich spiele jetzt einfach so ungefähr so 2 Stunden. Und werde einfach irgendwann im Laufe des Spiels versuchen, so die Folge so eine halbe Stunde zu machen. Und ich werde einfach drauf losspielen und ich schneide einfach irgendwann das Ende rein. Also ich würde jetzt nicht so wie sonst üblich halbe Stunde, Cut. Kann sein, dass die Folge mal 20 Minuten geht. Kann sein, dass die Folge mal, was weiß ich, 40 Minuten geht. Wir lassen das einfach mal drauf ankommen. Wir testen das jetzt einfach mal die nächsten 4 Folgen. 2, 3, 4 Folgen. Und ja, so viel dazu. Dann lass uns mal den Wald erkunden hier und drauf los marschieren. その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？え、ワフルドには大いなる宝があると言われている。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。Was ist das denn? Okay. Was ist er denn für ein Typ? Er ist Typ Kraft. Gegen Kraft war. Was nochmal gut? Technik ist gegen Kraft gut. Brauchen wir ein paar Techniker. Ne? 2 Techniker haben wir. Gum-Gum Jet-Pistole. Machen wir mal Jetpistole. Ach, den hauen wir doch locker weg. Wow, Alter. Ruffy brennt. Okay, du hast 600 Punkte. Zeig mal, was du so drauf hast. Kaliber Phönix. Rashomon zieht 2 Schwerter sofort, um das Ziel aufzuschlitzen. Zieht Blutung hinzu. Blutungsschaden. Machen wir doch mal. Sochike! Nitoryu! Yui! Rashomon! Wow! Der hat gesessen. Toll. Fähigkeit wollte ich. Sanji. Was kannst du denn? Ein mächtiger Drehtritt, der mit Diablo Jump singen heiß wird, verbrennt das Ziel. Na gut, er brennt ja schon, ne? Bringt Lauf wahrscheinlich nichts. Ein mächtiger Sprungtritt, der durch heiß wird, verbrennt das Ziel. Keine Ahnung, machen wir mal. Attacke. Diablo Jump. Plumiero Ashe. Na, das war ja nicht viel, ne? Glaube ich. Gucken wir mal, was kannst du denn? Greif mit einer riesigen Faust an. Ah, das hatten wir, glaube ich, ne? Lässt das Ziel in Ohnmacht fallen. Greif mit unzähligen Händen an, wie sie wachsen lässt. Schleudert das Ziel in ein anderes Gebiet. Und das brauchen wir ja nicht. Okay, das brauchen wir auch nicht. Probieren wir mal das hier, wa? Torrenta Furur! Okay, 750, okay. Jetzt ist er wieder dran. Wow. Ikeruka. Können wir Sanji tauschen?
Aber wir haben keinen Techniker mehr, ne? Ja gut, lassen wir das. War Gear 2 stärker, glaube ich, ne? Jush. Okay, jetzt haben wir, was du kannst. Wir probieren uns mal hier so durch. Den hatten wir vorhin, ne? Schöner Dämon der schlaflosen Nacht Onigiri. Onigiri mit solcher Kraft, dass sich das Schwert zu Wellen scheint. Meine Fresse. Ja, komm, Attacke. Jawohl. Und du machst jetzt mal den hier. Mattero. Mutant Shatto. Kegowai. Minna, kyōtsukete. Du musstest den jetzt aber fertig machen. Widerstand. Okay. Tot? Feuerkoloss? 40.000? Energieapfel. Okay. こいつらが麦わらの一味か。なるほど。噂通り役に立ちそうではあるが。さて。あちな。何だったんだよ、こいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってた。ん？ん？ なんだよ。 Okay, was hat die Frau mit uns gemacht? Sind wir schwächer geworden? どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ。刀が重いだと。みんな下がってろ。俺がゴムゴムの。 Ich tot, Piraten wurde ihre Stärke geraubt. Okay. Oh!
keine Fähigkeiten mehr. Das ist schlecht. Lull. Kore wa kyo nuke na sou na aite ne. Okay, was machen wir denn jetzt? Oi, omae. Oroshichimau zo. Energieapfel. Okay, da haben wir auch nichts. 50 ab. Okay, keine Ahnung. Kein Plan, was wir machen müssen. 15 Schaden. Hä? Okay. お前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえな。 あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。 Hä, okay, ist das jetzt ein Freund? 何してる？こっちだ。ついてこい。 Okay. Ich will den aber umhauen. Und was ist mit der Perle, die mir meine Kraft geklaut hat? Und was ist mit ihm? Gönn die zusammen? Sind das Feinde? Ich check's nicht. Was geht hier ab? Warum ist der so groß? あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ははは。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。 大したもんはねえがな。 Folge dem geheimnisvollen Mann. Klar, er hat seine Hütte hier, genau. ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。 まあ、そいつはありがてえけど。ははは、信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところでな。数年前、お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。 何気についちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ。Die Alte hat unsere Kräfte geklaut. Na, お前さっきのやつじゃねえか。 あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。 でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船は全て海の物です。だがな、偶然嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、 弱い者にも暴力を振るう嫌な奴ばっかりよ。
なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだって。あ、つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて、再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索、俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなもんだ。だから、俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあ、それなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。ははは、安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。Ja, dann gib mal was herzuspachteln. Okay. Oh, guck mal. Yes. Okay. Hey, nicht da lang. Oh Mann, ich will mich umgucken. Oh, guck mal, Brooke. Johohoho. Ich warte einfach hier auf euch. Was ist das? Oh. Ja, gut, dann muss ich wahrscheinlich reingehen zum Essen. Ja, ich komme hier, alles gut. Ich darf nicht mit dir sprechen, ich muss rein was futtern. So, nicht da. Boah, das sieht wirklich richtig gut aus, ne? Hätte ich auch Bock zu essen, wenn ich ehrlich bin. Boah, da krieg ich mal richtig Hunger. Und weg. Sagt Bescheid, wenn ihr zur Höhle wollt. Ich zeige euch den Weg. Stärke zurückerlangen. Darf ich mich jetzt erstmal so ein bisschen hier umgucken? Ara, koko, kaze ga kimochi wa ne? Okay. Oh. Oh, eine Schatztruhe. Diese Schneckenpesto irgendwas, keine Ahnung. Hm, in dieser Bommel ist jede Menge Zeug. Halt, bleib weg von... Bett? Was? Das ist der Veranda. Puh, das hat mir einen Schrecken angejagt. Aber sie hat es im Schlafzimmer genannt. Ein ziemlich seltsamer Ort dafür. Okay. Sieht aber gemütlich aus.
Seine Utensilien sind auch noch im guten Zustand. Diese Angel weiß, wie man kocht. Okay. Ja, ich glaube, wir alles anklicken, weiß ich jetzt nicht. Wir schauen uns so ein bisschen hier um. Ob man jetzt hier am Ende alles anklicken muss und gucken muss. Moin. Okay. Okay, ich kann hier nicht rennen, warum auch immer. Jetzt kann ich wieder rennen. Darf ich mich jetzt hier umgucken? Wäre hier nur Schrott. Da glänzt aber was, das möchte ich gerne aufsammeln. Teures Parfüm. Hey, wo willst du hin? Oh, bäh. Darf ich mir jetzt das Schild da hinten angucken oder das hier? Boah, hier ist auch noch eine Kanone vergraben. Vor dem Haus liegen einige, aber sieht nicht gut aus, dann kann man sie benutzen. Okay, ja, ich spreche schon mit dir. Das darf man nicht. Zeig uns den Weg. Ich darf ja sonst nichts anderes machen hier. Ja, ich gehe. Junbi wa dekiteru na. Einige Leute, die du während des Abenteuers triffst, können dich begleiten und dir helfen. Du kannst sie zwar nicht steuern, aber sie werden dir im Kampf unter die Arme greifen. Okay. Geht auf diesem Weg immer geradeaus bis zur Bucht. Dahinter findet ihr die Höhle. Ja. Ich dachte, zeig mir den Weg. Jetzt muss ich trotzdem selber laufen? Da hätte ich auch alleine hingekriegt. Ich möchte erstmal gucken, was das hier ist. Da sehe ich andauernd, das sieht eine Art Markierung aus. Taxi? Nice. Was ist das? Hey, wo willst du hin? Hey, wo willst du hin? Ich will das anklicken hier. Hey, wo willst du hin? Oh, muss ich jetzt wirklich da lang? Ich will gucken, was da ist. Darf ich das da einsammeln? Oder ist das auch verboten? Unglückskraut. Ja, dann muss ich wohl da lang, wa? Wann darf ich mich denn hier frei bewegen? Kono kawatta shima no namae. Anata wa shitte iru no kashira? Wafurudo da. Sono kao. Wafurudo no namae wa shitte iru yo da. So. Koko ga densetsu no shima, Wafurudo da. Stelle dich auf die Probe. Sieht wirklich geil aus. おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきた奴らの仲間か？また襲ってくるかもしれねえ。お前ら、気をつけろ。 Wenn du einem Gegner berührst, beginnt ein Kampf. Im Kampf erhältst du Erfahrung, um deine Stufe zu erhöhen. Wenn Gegner die Crew gesehen haben, erscheint ein rotes Symbol über ihren Köpfen und sie greifen an. Wenn die Stufe deiner Crewmitglieder steigt, werden dich manche Gegner nicht mehr behelligen. Wenn du einen Kampf beginnst, indem du Gegner von hinten berührst, hast du in der ersten Runde einen Vorteil. Umgekehrt funktioniert das aber auch. Greift dich ein Gegner von hinten an, hat er die erste Runde... Ah, alles klar.
Okay. Interessant. Berühr ich den denn? Einfach so, oder? Was hat er gesagt? Kritische Treffer beim ersten Angriff. Die Chu hat eine erhöhte Chance auf kritische Treffer. Aktionsreihenfolge. Gegner und Verbündete führen ihre Aktionen in einer bestimmten Reihenfolge aus. Wenn jeder eine Attacke ausgeführt hat, endet die Runde, der nächste beginnt. Okay. Wir haben immer noch keine Fähigkeiten, ja dann. Wuhu! One-Shot! Das sind ja Billo-Gegner hier. Yes, 300 Akkord. Okay, wo kann man denn hier... 19.000. Ich gucke jetzt einmal kurz hier... Ah, hier ist die Karte. Okay, man kann nicht weiter raus, oder... Man kann nur rein, weiter raus geht nicht. Okay. Oh. Sorry. Gegenstände... Episoden. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Ah, ich kann ja keine Gummi. Ah ja, okay. そこの橋を越えてまっすぐ行けば 目当ての洞窟だ。 Hä, ist das ein Huhn? Nein, das ist definitiv ein Pinguin. Stimmt, könnte auch ein Huhn sein mit dem Kamm auf dem Kopf, ne? Stimmt. Oh, oh. Ich will es zuerst angreifen. Ah, das war wahrscheinlich so geplant vom Spiel. War das noch Tempo? Stärke ist stark gegen Tempo? Ja, dann Attacke. Ah, das hat weh. Oh yeah! Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch bis Stufe 1? Ah, jetzt geht das Spiel quasi erst richtig los, okay. Von Stufe 40 und so, okay. Stufe 2, geil. 204, okay. Status. Du kannst weiterkämpfen, solange deine LP... nicht auf Null fallen. SP-Spannungspunkte erhältst du durch Angriffe. Du brauchst sie, um Fähigkeiten einzusetzen. Schreib den Schaden, den du austeilst. Beschreib, wie stark du erlittenen Schaden verringerst. Mumm, Zähigkeit. Beschreib, wie stark du erlittenen Fähigkeiten Schaden verringerst. Also, umso höher alles ist, umso besser. Alles versuchen hochzuballern, wie es geht. Jeden Gegner mitnehmen. Eine zerstörte Windmühle. Ich habe das Gefühl, als hätte ich es schon mal gesehen. Das ist aber eine fette Windmühle. Darf ich hier unten lang? Ja. Ja, komm. Wir gehen ja schon oben lang. Da sind die komischen Pinguine wieder. Das ist eine Hütte. Ist das wirklich eine Hütte? Sate, koko da. Danke für deine krasse Hilfe. Hey, ich dachte, du willst wieder nach Hause gehen. Was machst du jetzt noch hier? Guck mich nicht so herablassend an. Oh,
Dafür, dass ich nicht ganz sicher bin, habe ich mich hintergedacht. Ich bin nur neugierig. Wenn ihr ihn nicht wollt, müsst ihr nehmen. Was ist denn dein Problem, Sunny? Wenn ihr uns was geben will, sollten wir es auch nehmen. Yoshi, ich gehe!